Küss den doch. So, jetzt bin ich Imposter, Alter. Okay. Ah, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt nochmal Imposter jetzt am Ende fühle mit Dennis. Aber okay. So, ein Kabel, zwei Kabel, drei Kabel, vier Kabel. Mit Kian zusammen machen wir die Aufgaben. Wie ein guter Crewmate. So, eins, düt, zwei, düt, drei, düt. Das waren nicht vier, aber ich habe ein bisschen zu spät angefangen zu zählen. Okay, Lights gehen aus. Interessant. Dann laufen wir mal schnell weg. Versuchen, ein bisschen Action zu machen. Nehmen wir mit. Oh, Dennis kommt auch von da. Wild. Okay, ich muss Maximilian hier killen. Der weiß zu viel. Der weiß mir zu viel. Scheiße. Wo seid ihr gerade? Lilian ist tot. Nein, ich bin gerade an der rechten Ecke. Ja, warte mal, Lilian war oben rechts. Hinter mir noch irgendwann. Dann bin ich irgendwann runter. Die war bei uns im Lab. War bei uns im Lab noch. Lilian, der kleine Mann. Okay, okay, okay. Burak, wo warst du? Ich war gerade jetzt in Communications mit Kilian. Lukas? Ja, das ist der Wahrheit entsprechend. Also ich habe am Anfang, wen habe ich links gesehen? Ich habe Belex gesehen, Kian gesehen. Wen habe ich noch gesehen? Ich war da, nee. Lukas. Wie oft denn noch? Ich habe noch Mike mich einmal gefailt, aber. Ja, ganz am Ende. Ich bin fixen gegangen, gehen, aber Burak hatte schon. Okay. Also Kilian war mit mir dann noch am Ende in Weapons. Also ich hab Alibis. Okay, dann frage ich mal, ist irgendjemand so mittig gewesen? Weil Timo... Ja. Nee. Timo habe ich... Ich hab Fuel gemacht, das ist relativ mittig. Okay. Oben Mitte. Das ist echt mittig. Weil ich hab... Ist auch mittig, da waren Burak und ich. Leute! Psst. Darf ich mal reden? Ich hab Timo vorhin Vitals gesehen, der hat mal wieder vorhin Vitals gecampt. Okay, ja. Das war aber... Timo macht so, Dennis, wo warst du? Ich war gerade eben, weil ich gerade im Spaß noch. Okay. Ja, dann ist es höchstwahrscheinlich Present, wo warst du? Ich weiß, dass du. Ich bin erstmal nach links gegangen. Hab ich weiß, da das war, Dennis. Ich war, als er da war, schon im zweiten Dekontaminationsraum. Ja. Okay. Also, Dennis hätte es sein können. So. Ja. Okay. Also, Hüftschwung. Okay. Na, noch kein Hüftschwung. Wir machen irgendwann durch, weil. Ich hatte richtig Bock. Wir haben noch 35 Sekunden, warte mal kurz. Zeit. Ich würde sagen, wir haben noch 35 Sekunden, warte, wir können noch ein bisschen Progress machen. Halt Dennis im Auge behalten, weil der war in der Nähe von Wetzenleichen. Aber warte mal, wo ist Mini-Milian gestorben? Weiß es einer? Wir hatten nicht irgendwie gesagt, dass jemand Maxi gesehen hat? Ich mit Dennis und da oben. Ja, wo, warte, wo genau? Auf Lab-Eck meinst du? Ich hab's nicht verstanden, wo genau? Oben rechts, aber schon eine Zeit lang her. Also bei Lab-Eck. Dennis, hast du gesagt? Mit Dennis, da waren wir drei. Ja, aber das hat auch schon eine Zeit lang her so. Also kann locker einer hingekommen sein. Ah, Kilian, das war richtig. Geht ein Boot, Kilian. Ja, man darf den Safe Report niemals ausschließen, Jungs. Ja, ist auch wieder richtig. Ich sag, Present ist also, Freya Safe Report von mir hier an der Stelle. Aber der ist so lange her, da kann man das auch mal machen. Gehen wir jetzt erstmal in ein Labor. Ja, man hätte versuchen können, noch einen mitzunehmen, aber ich glaube, das wäre zu auffällig geworden. Ich glaube auch, ich dachte, Dennis hat noch Action gemacht, weil aus dem Band kam. So, Gradzahlaufgabe. Teleskopaufgabe. Meteorit. Nee, ich mach kein Meteorit. So ein Flugzeug. Okay, Lights gehen aus. Können wir jemanden mitnehmen? Okay. Da ist Ding einfach. Ich muss die Farbe. Present war es. Present war wieder. Present war es. Hä, hey, Moment. Ich bin nämlich gerade von oben gekommen. Ich weiß, du warst hinter mir, aber ich kam gerade da vorbei und Present war genau auf der Leiche. Hey, warte, was? Was? Ich bin nicht von hinten gekommen, ich bin von oben gekommen. Wo war denn die Leiche? Warte, sag mal. Die Leiche war irgendwie, ich glaube, unterm Electrical oder so. Es war Licht aus.
Ich schwöre auf, es war Present. Ich habe halt, hab halt den Report-Button gehämmert. Ich habe Present weggesehen von der Leiche. Ich aber ich bin von oben gekommen, ich bin nicht hinter dir gewesen, deswegen. Warte mal ganz kurz, Okay, warte ganz kurz. Lukas, du kamst von unten, meinst du? Und ich war hinter dir, meinst du? Ich hab gesehen, du von der Leiche weggegangen bist. Hä, aber ich kam von oben. Und du sagst gerade, ich war hinter dir. Ich war hinter dir. Nein, hat hinter mir. Ich hab dich gesehen, wie du von der Leiche weggegangen bist. Die Leiche war ja unten. Also für mich sah es bestätigen. Also ich war hinter Lukas, ja, aber für mich sah es auch, dass Lukas ihn getötet. Lights waren aus und für mich muss es Lukas dann gewesen sein, weil ich habe halt auch, ich habe nur den Report-Button gehämmert. Ich habe Lukas noch nicht mal gesehen, das ist halt die Sache. Ich sag, so wie Lukas die letzten paar Runden gespielt hat, würde ich Lukas glauben. Warte mal, du sagst, dass Lukas ihn getötet hat, oder wie? Nein, ich sag so aus. Ich sag nicht. Für mich Dennis war ganze Zeit hinter mir. Ich hab Present gar nicht von dem, weil ich Angst hab, der killt. Also ich kam halt von oben. So, und ich hab den Report-Button gehämmert. Bin mir ziemlich sicher, es war Present, der von der Leiche weggelaufen sind, oder irgendwer anders gerade. Ja, aber dann musst du, aber musst du mehr gesehen haben als ich, weil ich hab dich nicht mehr gesehen. Aber vielleicht scheißt Lukas Kopf rein und er hat einen wichtigen. Nee. Oder die Leiche war schon für länger tot, aber die Leiche ist. Also Present ist da weggelaufen, wo kurz davor das nicht. Okay, wisst ihr was? Wir skippen erstmal. Stimmt, 7, warum vote ich schon wieder? Ja, das weiß ich nicht. Dachte, das aber meine Hüfte zeigt auf Present und Dennis irgendwie. Ich bleib das ganze Zeit bei Present, wenn ich gut bin. Hüfte zeigt auf nix, weil das klingt sehr unfair. Ja, der Kill war echt. Hast du schon mal einen Safe gut? Werfen den, die müssen mit der Hüfte irgendwo hinzeigen. Ich hätte nicht gedacht, dass da so vier Leute auf einmal kommen. Ich dachte, ich nehme mir noch den Kill da eben mit. Schade. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr schade. So, machen wir einen Double Kill, Dennis. Dennis, kill! Okay, jetzt hat Lukas gerade vor meinem Auge ihn gekillt. Ich ficke dich. Nein, das warst du. Alter, ich muss so los. Ich muss so los. In der Hause. Nee. Okay, also kurze Erklärung. Wir sind zu Electrical gegangen, um Light zu fixen. Ich war noch nicht an der Leiche. Und ich habe Lukas gesehen. Ich hab Lukas gesehen. Okay. Lukas, warum tötest du wieder? Okay, es ist Present und Dennis, glaube ich. Alter, ich muss so los. Also, folgende Sache. Wir sind zu Electrical gelaufen. Burak, ich hätte, wenn ich jetzt mit Present wäre, hätte ich Double killen können. Warte mal, Dennis. Warum hätte ich nicht Double killen sollen? Dennis! Guck mal, bei uns war Dennis, Lukas, Mike und ich. Mike wurde gekillt. Ich hätte Double kill machen können, Burak, und dann hätten wir einfach easy da rausgekommen. Aber es ist einfach Lukas. Ich hasse euch beide. Ihr seid beide. Nee, also. Mark my words. Weil ja, das Ding ist, Dennis, jetzt, ne? Ich glaube, du hast verkackt zu töten. Ich ja, glaube irgendwie du. Glaubst, das glaube ich auch. Also ich hab Licht für den anderen. Ich hab Licht für den anderen. Moment mal ganz kurz. Stopp mal ganz kurz. Warte mal. Kurz mal logisch rangehen. Also. Oh nein, wir sind zu Lights gegangen. Lukas und ich. So. Und dann kam Mike und Dennis hinterher. Lights wurden gefixt und wir waren da zu viert. Lukas geht vor meinem Auge Mike. So, wenn er noch ein Imposter gewesen wäre, wäre das so, ein Double Kill gewesen. Weil da bestimmt drei, vier Sekunden sind vergangen. Weil ich habe das erstmal realisiert und Lukas hat auch, by the way, reported, ne? Und 3-4 Sekunden sind vergangen und da steht die Leiche. Und das heißt, wenn Mike gekillt wird, dann kann doch, wenn Dennis aber und ich es wären, Dennis auch killen. Warte mal, Leute, Lukas, halt mal dein Maul. Present, das macht gar keinen Sinn, denn ich glaube nicht, dass Lukas so dumm ist, eine Person zu töten, wenn er noch zwei andere noch da sind. Ja, ich glaube, du wolltest einen Double Kill mit Dennis machen, aber Dennis hat es verkackt und ja, Lukas hat es. Nein, aber genau, Lukas, aber guck mal. Ganz kurz, Present, was sagt Dennis dazu? Zu was? Das ist ein Double Kill. Bro! Ich hab kein Double Kill verkackt. Ich hab Dennis, du Hurensohn. Okay. Nein! Einfach stark. Einfach. Ja, Buri hat mich hops genommen. Fuck. Die haben reingetrollt. Das war echt nicht so gut gespielt, die Runde. Okay. Sabotieren wir. Ja, okay. Ja, jetzt einfach einen Easy Kill mitnehmen.
Komm, Dennis. Dennis, bitte mach den einen Kill. Dennis, bitte mach den einen Kill. Dennis, wir müssen einfach nur double killen. Dennis, wir müssen einfach nur double killen. So. Dennis, double kill. Dennis, double kill. Dennis. Nee, das war echt so schlecht. Das war echt nicht gut gespielt. Los mit dir. Das war echt nicht gut gespielt, Alter. Okay, Imposter mit Belex. 1, 2, 3, 4. Und Schlüssel 7 und drehen. Okay. Lukas, Mike, Maxi. Vielen Dank für den Follow. Ich hab's gerade nicht gesehen. Schon sehr, sehr lange Türe tot. Drücken. Sehr also, lange tot. Sehr, sehr lange also das tot. Ding ist, ich wollte, also, ich habe Luke nochmal hochlaufen sehen in Dropship und ich dachte, dass Luke da jetzt jemanden töten will, der mit seiner Task hinterherhängt und dann habe ich Luke am Eingang vom Dropship gefunden. Ich war gerade bei den Lights, aber Kilian und Maxim, die gerade schon gefixt. Oh, weiß jemand, wer da als letztes rausging? Nee, ich bin als erstes rausgegangen und Lukas war auch auf dem Weg raus. Ich weiß, dass Present der Einzige war, der Raumschiff und Keys hat. Oder einer der Einzigen. Ich hatte ja, ich hatte Raumschiff und Keys. Ich hatte das auch beides. Aber ich bin direkt hinterher und bin dann nach links in Richtung Kian. Aber Lukas gesehen, ist echt schon lange tot. Ich bin straight up runter zu Lava gelaufen und dann zu Vital. Also, da war Lukas schon tot. Der ist schon wirklich seit... Die Leute, die immer bei Vital sind. Ja, wollte halt schauen, wie lange der jetzt tot ist. War doch klar, dass der irgendwann gefunden wird. Ja. Wenn jemand tot ist, dann kann ich ja runterzählen. Der war locker seit 12 Sekunden tot oder so. Nee, ich sage schon, der Play ist schon richtig so. Ja, ich kann bestätigen, dass Timo direkt am Anfang mit mir runtergegangen ist. Also als erstes. Und ich bin dann nach links gegangen und Timo nicht nach rechts. Richtig, ich bin zu Lava gegangen und dann bei Vital. Ja, war auch in Lab. Burak war auch schon in Lab, als ich reingegangen bin. Und die Sache ist die, das war jetzt halt wichtig, dass ich an Vital stand, bevor jetzt Kusha sagt, ich hab da gerade den und den gesehen, weil, wie gesagt, der ist schon wirklich, wirklich lange tot. Ja, also, ja, ich weiß halt, es hingen nicht mehr viele Leute in Dropship rum, als ich Lukas gesehen habe, wie er nochmal hochgelaufen ist. Und es ist wahrscheinlich immer, dass Present da noch hing. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Nee, also ich war der Letzte, der zwar gegangen ist, aber nur einen Meter entfernt. Ich glaube, Mike war noch mit mir als letztes da, kann das sein? Das kann sehr gut sein. Ja. Ich war da schon bei meiner nächsten Task. Stand Lukas da noch rum, weil Lukas stand bei mir da so am Anfang. Nee, Lukas ist erstmal runtergegangen. Richtig. Lukas und ich waren quasi so die Vorletzten, die gegangen sind. Und dann ist Lukas nochmal hoch, während ich ins Lab wollte. Und dann dachte ich mir, okay, Lukas will da vielleicht jemanden töten, der noch hängt zum Beispiel. Press oder Mike, wie ich scheinbar noch waren. Ich war aus dem Press und Mike. Ja, könnte halt auch sein. Also ich werde also bei 8 Leuten. Boah, ich weiß nicht. Nee, machen wir nicht mal. Also jetzt, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu lang warten, weil sonst kommen zwei Kills und. Also kommen zwei Kills und dann noch zwei, weil das wird dann gefährlich. Genau. Ja, hat Timo? Mike im Auge behalten. Hat wer Timo gewotet? Ab und zu auch mal Balti im Auge behalten, wenn man in der Nähe ist. Das war Mike. Kusha hat mich nicht gesehen, weil die Lights aus waren, Luis, deswegen. Okay. Kusha muten, oder wer ist das? Burak? Ja, nee, das war Kusha. So, Kusha, Timo. Hier chillt Burak. Den kann ich auf jeden Fall nicht killen. So. Wie mache ich das jetzt am ehesten? Ich bin natürlich ein bisschen suspekt, sage ich mal. So. Burak wird jetzt wahrscheinlich dingsen. Die Leiche reporten. Leiche ist ein Specimen. Nein, die Person kam mir gerade entgegen, Scheiße. Burak. Ich war ein Specimen. Sie ist in Dekon. Also die Person ist gerade in Dekon reingegangen. Oh. Weil jemand hat die Türen oben dann in... Oben? Okay, pass auf. Also erstens, ich habe keinen Card bei Burak. Kuss geht raus. Ist keine Kommentar. Also haben wir scheinbar... Ist Kommentar. Aber wir haben eine von zwei. Du Kick. Ja, diesmal war es Kies. Burak dann ja, Kies und Wires. Dann fängt dich ins Keyboard. Aber no front. Die Person ist gerade in Dekon reingelaufen, weil die Türen sind alle im Labor zugegangen. Ich habe sie alle aufgemacht, bin gerade ist die Dekon-Tür zugegangen. Die Tür wäre gerade aufgegangen in dem Moment. Reported. Burak ist immer zum falschen Zeitpunkt.
Stelle. Am falschen Orten. Ich kann das sagen. Ist halt alles sagen immer Burak. Burak kann es nicht sein, weil die Person ist mir ja gerade Dekon entgegengekommen. So, das hätte theoretisch auch ein Dekon mit Self-Report sein können. Aber Pusha, wo bist du hingegangen? Ich war erst bei der Lava und dann wollte ich nach Weapons und dann ging die Seismic Stabilizer an. Ich habe auch Kilian aus Weapons rauslaufen sehen, also der kann es nicht sein. Oh ja, den habe ich gesehen. Okay, die zwei sind nicht. Present und Mike. Ich war in... Vielleicht sind wir es auch beide. Ich war in Specimen Room mit doch, ich war da mit Maxi drin, der hat da relativ lang bis 10 zählen müssen. Stark. wo warst du danach? Dann hingelaufen. Und dann bin ich unten rausgelaufen und bin dann über Admin, wollte nach oben den Stabilizer machen und hab an Vitals gecheckt, um zu gucken, ob schon wer tot ist, damit der Stabilizer einen OK-Cooler install ist. Kamst du nicht durch Admin? Ich? In Specimen Room, ja. Nee, ich bin gerade über Labor reingegangen dort oben. Ich habe auch gesehen, wie derjenige von Lab da reingegangen ist, weil ich im Bedbase-Scan war. Aber da muss dir doch jemand entgegengekommen sein, oder nicht? Nee, mir ist niemand entgegengekommen. Present, wo warst du? Wie war deine Route? Also ich bin nach rechts gegangen, hab dich an beides gesehen, bin kurz stehen geblieben, weil ich mich entmutet habe, hab gesagt, Kusha, mute dich. Dann bin ich nach oben, dann nach links gegangen und wollte gerade Cables machen, beziehungsweise kam der... Hat jemand Present gesehen? Ich hab ihn gesehen, aber ich weiß nicht, ob er oben gelaufen ist. Denk an die Votes. Mike, einzige Person, die den Kill gemacht haben kann, und Burak. Also Mike immer noch mieser. Also ich habe Burak und Present am Lavasee gesehen und ich glaube, einer ist nach oben und einer nach links, aber ich weiß nicht, wer war. Mike und Present. Ich meine, wir sind bei 7, aber Mike kann eigentlich den Kill gewesen, verantwortlich gewesen sein. Ich sag, für mich ist es ein Self-Report von Burak dann eigentlich. Psst. Okay, Self-Report Burak ist aktuell so das, was die Leute fühlen, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Okay. Ich hoffe, Belex macht jetzt mal ein bisschen Action. Es darf hier nicht zu Zweikopf sein. Okay, auf geht's. Action machen. Wo sind die Leute? Da ist jemand. Da gehen wir direkt mal rein. Und gehen hier raus. Okay, Specimen Room, dann holen wir uns da direkt den nächsten Kill. So, machen wir Dingen zu. Ich wollte eigentlich mir doch einen Kill holen, aber leider war der Kill-Cooler noch nicht zu Ende. Dann nehmen wir uns den mal ganz kurz mit. Also, okay, wo lag die Leiche? Warte, sag mir mal, wo ihr alle wart. Nee, ich kann 1000% sagen, dass Mike nicht für diese Leiche verantwortlich sein kann. Mike kann es nicht sein. Ich war die ganze Runde mit Mike unterwegs. Warte, ich erkläre dir gleich mal, Duty, ja? Okay, Belex und Present, von wo kamst du, Present, vor allem? Darf ich anfangen? Nee, okay. Noch nicht. Ah, Mann. Also, ich... Okay, also ich kam vom Labor, ich bin erstmal oben nach oben hingegangen, hatte ein bisschen Angst, den Weg nach unten zum Specimen Room zu gehen, weil ich weiß, dass am Anfang Leute nach unten gegangen sind. Dann bin ich halt kompliziert wieder links rausgegangen, also ich habe by the way die Meteoritenaufgabe oben gemacht, bin dann links nach unten gegangen und dann kamst du mir entgegen und dann bin ich ins Specimen Room gegangen, habe die Zahlen auf Meteoritenaufgabe. Die Meteoriten habe ich ausgewählt. Die Meteoriten sind links. Ja, die Meteoriten habe ich ausgewählt. Beim Teleskop, das meine ich. Ich hatte einen Meteoriten halt. Du bist mir beim Decon Room doch entgegengekommen. Vom Special Room raus. Ja, okay. Ja. Okay, und ich bin im Special Room und habe die Zahlenaufgabe in die Kristall gemacht. Okay, Belex, erzähl. Ich bin da lang gegangen, hier ganz unten, links, wo man diese Dreieck-Pyramide da machen muss und diese Route verbinden muss. Ja, wo man dann später noch eine Task im Labor machen muss. Dann bin ich Lights fixen gegangen. Ne, da musste ich die Türen aufbrechen wie Hulk. Und dann waren da Kusha und Mike.
Mit denen habe ich dann die Lights gefixt. Mike ist dann rüber zu den Camps gegangen. Kusha ist mit mir ein bisschen runter, dann wieder hoch. Und dann bin ich halt runter zu der Wasserflasche auffüllen, um dann ins Office zu gehen. Burak, wo lag die Leiche? Die war in Storage. Das Ding ist, ich war auch noch kurz davor in Admin-Panel, bevor ich zur Leiche gegangen bin, weil die war ziemlich lange in Storage. Ich habe gesehen, dass Present in Storage reingegangen ist, aber direkt auch wieder raus. Warum gehst du überhaupt in Specimen, meine ich? Warum gehst du in Specimen, wenn da direkt wieder rausgehst? Weil wir haben nicht viel Zeit. Und hey, Moment, stopp mal. Also für mich ist es Burak dann. Es Burak. Ja, nach der Geschichte ist es Burak, Alter. Das ist Mike. Das ist Mike. Wir haben jetzt. Ich glaube, wir haben verloren. Wir haben safe verloren, glaube ich. Burak war es auf keinen Fall. Wenn wir jetzt verloren haben, hasse ich euch alle. Was? Das war Mike und Present. Es waren safe Mike oder Benex. Mike und Present. Es waren Benex und Present, Alter. Ja, okay. Mike, du warst Fred Imposter, Alter, aber wie aus dem Buche geschrieben. Ja, ja, gut. Burak war an allen Leichen und konnte mir nicht erklären, warum er da ist. Aber du hast Suspekt geliefert. Ich ja, ich sag, Burak war schon Suspekt. Dachte, dass Mike mein Imposter-Partner. Die Sache ist, Timo, du hast mich gesehen im Decon Room, halt, und das war ja richtig knapp. Für mich warst du es da als Safe Report im Mike, musstest du unbedingt erzählen, dass ich bei 1, 2, 3, 5, 6... Ich glaube, wir haben es.